Thank you.
Also, da habe ich nicht hingeschaut. Ganz schöne Sache.
darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Dom, der Gala Gruppe Musiker Tunakata, einen herzlichen Dank der Gruppe Tunakata aus Sterzing. Sie hat diesen Beginn der 17. Unica musikalisch eingeleitet. Vorrei dare un benvenuto a tutti quanti che sono arrivati oggi ad assistere all'inaugurazione della 17esima mostra Unica. 22 Handwerker sind hier vertreten, abbiamo 22 artigiani oggi presenti che stanno mostrando le loro opere, più di 150 opere, 150 oder mehr als 150 Kunstwerke sind hier zu sehen auf der 17. Unica und die Unica wird 4 Tage lang ab morgen geöffnet sein. Und als Vertreter dieser einzigartigen Kunsthandwerksschau darf ich zu mir auf die Bühne bitten den Präsidenten der Unica, Herrn Roland Beratoner, und den Obmann im Kunsthandwerk des LVH, Herrn Norbert Insam. Buonasera a tutti, grazie saluti a tutti, dai che voi alla 17esima unica, io la sito di... Io la sito di a due un grabel bauni. Im Namen des Grüner Kunsthandwerks möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Es ist uns immer eine große Ehre, wenn wir so viele Leute sehen, die Einladung angenommen haben und uns besucht haben. Ich glaube, dass Unica mittlerweile ein sehr hoher Begriff ist und ein Begriff, der auch viele, viele Liebhaber hat. Es freut mich ganz besonders, wenn wir auch Landespolitiker hier haben. Vor allem möchte ich Herrn Landeshauptmann grüßen, der uns schon seit 17 Jahren lang immer Schirmherr ist und der uns, wenn es immer geht, uns bei der Ausstellung besucht und auch an der Eröffnung immer teilnehmen tut. Ich glaube, dass es eine große Ehre ist, dass wir auch immer von Ihnen unterstützt werden und ich glaube, mit dieser Unterstützung machen wir es uns ein bisschen leichter und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich möchte ganz kurz noch alle recht herzlich begrüßen, vor allem die ganzen Bildhauer, die uns immer tatkräftig unterstützen, die Mitglieder der Gruppe. Ich glaube, wir haben heuer wieder eine sehr große Initiative gestartet mit dem Projekt Movement und ich glaube, es geht nur, wenn wir alle zusammenhalten, denn zusammenhalten, das heißt, dass man stark ist. Wir wissen, mittlerweile ist es sehr, sehr schwierig, auf der Welt einzeln durchzukommen. Mit einer Gruppe hat man einfach eine größere Plattform und das ist sicherlich sehr wichtig. Ich möchte nichts mehr sagen. Ich möchte das Wort dem Herrn Roland Beratoner übergeben und Dankeschön allen. Danke, Norbert. Eine bella buonasera da Mipper. Es ist ein Plagio dei tante gente, in cui die Bellaurità zitra un po' di noi, già con questo gran progetto, dove io ho spron banco tutta garata, come se l'immagino. L'unica che stanco che abbiamo dietro era 4 di, non so di più che gli ultimi anni, perché si aspettano anche un maggior pubblico. Herzlich willkommen, grüß Gott, schönen guten Abend auch meinerseits. Wie jedes Jahr haben wir auch viel Prominenz da. Der Norbert hat es schon angedeutet. Einer von, sagen wir mal, unser größter Fan oder
unsere größte Persönlichkeit, Landeshauptmann Dr. Luis Dumwart, möchte ich auch begrüßen. Herzlich willkommen hier auf der Unika Nummer 17, Herr Landeshauptmann. Ich gehe gleich weiter. Landesrätin Dr. Florian Musner, der Graf Lorik, hier ist Fortlöwe, der Rakt. Und der Rakt Stensvogel, der Schiller, der Kaschkajo Ladron, der Jacques Laurie Bembo, out, der Dutkak, der Jais, Niamé Plazajat, Artistik, der Gerdeina. Landtagsabgeordnete, Ladies First, Veronika Stiller-Bransch, herzlich willkommen auf Trunika. Ich möchte noch einen Ex-Landtagspräsident grüßen, Herr Dr. Dieter Steger, der ist auch uns. Herzlich willkommen. Er hat mir gesagt, man kann Ex, aber nicht alt sagen, denn er fühlt sich noch viel zu jung dafür. Und damit hat er auch recht. Begrüßen möchte ich auch die Bürgermeister. Ich fange mal von St. Ulrich an. Ewald Mroder, Bürgermeister von St. Ulrich, herzlich willkommen auf der Unika. Bürgermeister von St. Christina, Eugen Hofer. Heute mit Frau Gemahlin angereist, freut uns sehr. Und zum Schluss, Bürgermeister vom Dorf, wo ich herkomme, Dr. Musner Peter. Herzlich willkommen. Wir haben noch einen Bürgermeister hier, Bürgermeister von St. Maddalena, Finnis, Konrad Messner. Herzlich willkommen, heute auch angereist mit Frau Gemahlin. Freut uns sehr. Dann möchte ich noch die ganze LVH-Spitze begrüßen. Alles voran, Gerd Lanz, Präsident von LVH Service, herzlich willkommen. Auf seiner linken Seite Altpräsident Dr. Fritz, auch Ihnen herzlich willkommen auf der Bühne. Wir haben auch Vizepräsident Dr. Haller hier, Direktor Gardella, herzlich willkommen. Den Herrn Bruno Kovi, er ist für die Handelskammer hier vertreten, herzlich willkommen auch an den Herrn. Ich gehe mal weiter, ich glaube, ich habe bis dato nicht, also über die Sponsoren reden wir etwas später. Tre parole vorrei ancora rivolgere agli amici ospiti di Madrelingua Italiana. Vorrei anche salutare Compagnia Carabinieri di Ortisei, qui rappresentata dal capitano Mariano Bastanza. Grazie capitano. Due parole, ci sarà, speriamo, un po' di casino qui davanti. La ringrazio sin da adesso del vostro sostegno, del vostro aiuto. So, und jetzt möchte ich noch ein paar Grußworte an den Künstler richten, gehen wir gleich weiter. Dim due parole ai colleghi, artisti, che caduta anche a notte, che ultimo anno e mezzo, da ganz so che via con questo progetto, che è un movement, e lo contra Eva dal Dompo a Visa. Lì sta a scuro un gran lauch, io venia a lo sconcia a feggiù duci nuovi, di possibile che giù da a pea 2,41 a feppea, poi questo c'è un po' in altre ore, due o diciamo e tre, credo che poi questo rimasto notte, da ti fai poi un applauso a Christian Villerina. Christian Villerina ha l'idea gehabt zu diesem Projekt Movement, den wir dann später durch den Landeshauptmann enthüllen werden. Poi la si muove in grazia, la si ringrazia personalmente, due uomini, senza titolo alcuni mia, e che un è Philipp Moros e l'altro è Gregor Musner, il Schweizer, che ha un grande face, altamente, a una moda che dobbiamo rappresentare il cash project.
Und dann möchte ich doch herzlich mich bedanken bei den Frauen, die da immer mithelfen kräftig. Es sind Frauen und auch Mädchen, die da mithelfen. Einen recht herzlichen Dank auch an die Frauen. So, jetzt noch ganz zum Schluss. Un'altra cosa dimenticavo, volevo salutare anche la firma Battilola di Venezia, che si vedrà qui sullo stand sulla fiera di Unica. E si tratta di Mario e Berta Battiloro, che vengono da Venezia e ci faranno vedere l'arte della foglia d'oro, qui più avanti nell'angolo alle nostre spalle. Und jetzt zu den Sponsoren, denn diese Veranstaltung ist nicht billig. Es braucht auch viele Hände, die uns dabei unterstützen. Ich fange mal vom Amt für Handel und Handwerk an. Landesrat Dr. Wildmeis ist nicht anwesend, aber trotzdem möchte ich mich bedanken beim Handels- und Handwerk. Dann die Gemeinden unterstützen uns auch und dann haben wir auch die Sponsoren. Wir haben die Raiffeisenkassen, die uns unterstützen, das Raiffeisenverband Bozen, die Reika Kastelruth, hier auch anwesend, der Obmann Anton Silbernagel, herzlich willkommen, Herr Obmann, hier auf der Unica. Dann haben wir die Raiffeisenkasse Wolkenstein mit dem Präsidenten Ivo Senoner und dem Direktor Flavio Senoner. Die sind auch hier anwesend, herzlich willkommen auf der Unica. La firma Guastini di Vicenza, che collabora già da anni con l'Unica, è presente qui col presidente signor Mirko. Ciao Mirko, grazie che sei qui con noi per festeggiare questa manifestazione. Und dann haben wir noch die Firma Pfeil aus der Schweiz, die unterstützt auch. Und dann möchte ich mich noch für das Buffet bedanken, denn wir dann später auch genießen können. Zuständig ist der Gottfried und Hansi Feller. Die Eva schiebt mir noch eine Karte dazu. Ich habe vergessen, Altpräsident Handelskammer, Herrn Kram. Entschuldigung, herzlich willkommen, Herr Dr. Kram, dass Sie auch hier anwesend sind. So, und damit habe ich fertig, gebe ich gleich weiter an die schöne Eva. Ja, danke Roland, herzlichen Dank. Ich hätte eine kurze Frage dazu noch, bevor wir das Mikrofon weglegen. Sie haben kurz vorhin auf Ladinisch, so viel habe ich verstanden, auf Ladinisch gedankt allen Künstlern für die Mitarbeit an dem Werk, das hier noch verhüllt ist. Das ist das erste Gemeinschaftswerk, das seit 2004, jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich noch die Fans. Die Wooden Fans, die damals entstanden sind, seit 2004 hat es kein Gemeinschaftswerk mehr gegeben. Erzählen Sie uns ganz kurz etwas zu diesem verhüllten Kunstwerk. Ja gut, wir wollten zum einen ein Gemeinschaftsprojekt wieder starten, damit die Gruppe wieder mehr zusammenrückt, zusammenhält nach den 6 Jahren. Zum einen und zum zweiten wollten wir das Kunsthandwerk noch mehr Bedeutung geben. Wir möchten mit diesem Projekt, wir haben große Ziele uns gesteckt und wir möchten mit diesem Projekt auch das grüne Kunsthandwerk mehr hervorheben und auch mehr nach außen uns zeigen. Und der Kopf stellt Ihre Innovationskraft, Ihren kreativen Reichtum dar oder was wollen Sie mit diesem Kopf ausdrücken? Also, Titel dieses Werkes ist Movement, das besteht aus 2 Worten. Move ist Englisch und heißt so viel wie Bewegung. Und das zweite Stück, Ment, das ist Ladinisch mit 2 Punkten auf das E. Wir möchten, unsere Wurzeln werden immer hier bleiben, wir möchten mit unserem Kunstwerk immer hier arbeiten, aber trotzdem innovativ sein und auch nach außen uns zeigen. Deswegen diese Symbiose, Movement, also Englisch und Ladinisch. Herzlichen Dank, Herr Peratona. Über diese 150 Kunstwerke hinaus gibt es dann hinten im Eck auch noch eine Papstausstellung, die anlässlich der Seligsprechung des Papstes Johannes Paulus II. Erstellt wurde von den Künstlern. Die können Sie dann noch auch heute Abend sehen.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir haben... Wir haben heute natürlich den Hausherrn aus St. Ulrich auch bei uns, Herr Bürgermeister Ewald Moroder. Ich darf Sie kurz bitten, einige Grußworte auch an die Gäste zu richten. Grazie, buonasera a tutti i presenti, tanto a tutti i membri dell'Unica, per spiegare un anno, siamo anche nel 42, 22 in natura. Geschätzter Herr Landeshauptmann, stellvertretend darf ich Sie für alle hier anwesenden Ehrengäste begrüßen, aber auch alle Kollegen Bürgermeister aus St. Christina und Wolkenstein, die mit mir heute gerne hier sind bei dieser so tollen Ausstellung, alle Gemeinderäte, Assessoren und so weiter. Unica, 17 Jahre gibt es die. Ich glaube, für das Grünertal, für Südtirol ist es ein Aushängeschild unserer kulturellen Identität, ganz besonders unserer Grüner Identität. Und wenn wir heute hier ganz was Besonderes haben, eine 6 Meter große Holzfigur, die aus 50 Teilen besteht und die heute hier enthüllt wird, dann muss ich einfach ganz was sagen, was ich loswerden will. Meine Kollegen Bürgermeister haben mich gesagt, langsam, es wäre ganz, ganz toll, wenn diese Figur, Movement in Grün bleiben würde. Und der geschätzte Herr Landesrat, der Landeshauptmann mit dem Landesrat werden bei Ihrer Ansprache danach und sicher auch bei dieser wichtigen Sache finanziell unterstützen. Danke im Voraus schon. Das heißt nicht, dass diese Figur dann nur mehr hier bleiben muss, sie soll in die Welt hinaus, in die verschiedenen Messen nach München und so weiter, aber es wäre schön, wenn diese Figur dann immer wieder ins Grönertal zurückkommen kennen würde, einmal in Wolkenstein, einmal in Christina, einmal in St. Ulrich und so weiter. Es ist für mich ein Wunsch, wir haben schon kurz über diese Sache gesprochen, ich muss sagen, wir sind noch ziemlich weit finanziell entfernt, aber vielleicht macht man, können wir was machen. Ich will nicht weiter reden, weil es sind noch sehr viele nach mir, der Unica, den Holzbildhauern, wieder mal ein riesiges Kompliment und ich wünsche euch sehr, sehr viele Besucher und Besucher sind zu wenig, auch viele Besucher, die dann ein Werk oder das andere kaufen. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Das war jetzt eine Steilvorlage für das Gespräch nachher mit Herrn Landeshauptmann. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, ich darf zu mir auf die Bühne ganz herzlich bitten, Landesrat Florian Musner und Herrn Gerd Blanz, den Präsidenten des LVH. Herr Lanz, zum ersten Mal nicht, Sie sind nicht zum ersten Mal hier, wir haben uns letztes Jahr auch schon hier getroffen. Sie sind also ein treuer Fan der Grödner Bildhauerkunst, wie ich sehe. Das Grödner Kunsthandwerk, welche Bedeutung hat es Ihrer Meinung nach für das Südtiroler Handwerk im Allgemeinen? Ich denke, das Kunsthandwerk ist vor Jahrhunderten aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Es war für die Bevölkerung im Tal wichtig, eine Tätigkeit zu finden, einen zusätzlichen Erwerb zu haben. Und in den vergangenen Jahrzehnten hat das Kunsthandwerk sehr viele verschiedene Zeiten mitgemacht. Schwierige Zeiten, schöne Zeiten. Und ich denke, das Handwerk kann sich daraus ablesen oder aus dieser Entwicklung sehen, wenn man zusammensteht, wenn man auf Qualität baut, wenn man Ziele vor sich hat und wenn man auch den Mut hat, Entscheidungen zu treffen und nach vorne zu gehen, dann ist für das Handwerk die Zukunft offen und insofern ist das Kunsthandwerk, glaube ich, ein Beispiel für das Südtiroler Handwerk, wie wir uns in Zukunft bewegen können. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie auch dann genauso wie durch die Schutzmarke in der Handelskammer, natürlich auch durch den LVH, dieses Kunsthandwerk noch einmal mehr Unterstützung in den letzten Jahren schon erhalten hat und auch in Zukunft erhalten wird. Herzlichen Dank. Herr Landesrat, die Unica haben wir gehört, das haben wir schon letztes Jahr gehört und mit jedem Jahr rückt die Weltausstellung in Mailand
um ein Jahr näher. Wie können Sie sich vorstellen, dass man diese Bewerbung weiter treiben und unterstützen kann? Angela Milchberg, buonasera a tutti. Ja, ich glaube, diese Ausstellung im Jahre 2015 kann nur eine Chance sein für unsere Handwerkerinnen und Handwerker, die eben dort dann auch ausstellen werden. Wenn wir denken, dass Unica seit 17 Jahren jährlich mit Innovation kommt, Zusammenarbeit mit Zukunftsvisionen, beziehungsweise mit vielen positiven Eindrücken, die jeder von uns mitnimmt und die wir eigentlich brauchen im täglichen Leben, da muss man einfach sagen, dass diese Skulptur hier ist, wiederum Ausdruck von Zusammenarbeit, Zusammenleben, Zusammentun, beziehungsweise Innovation, aber auch Kopf. Und das braucht es alles, damit wir erfolgreich eben im Jahr 2015 in Mailand auftreten können. Und das wird auch so sein. Und wenn ich denke an diese 50 Stücke, dann denke ich auch an eine Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftstreibenden hier im Südtirol, mit anderen Kunstfreunden hier im Südtirol, die auch vom schulischen Bereich kommen, damit ganz Südtirol eben in diesem Sinne dann auch in Mailand auftreten kann. Und wir werden auch Erfolg haben durch diese Idee. Herzlichen Dank. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen Vorreiter für die Teilnahme an der Weltausstellung 2015 in Mailand. Mal sehen, wer sich von den anderen Wirtschaftstreibenden noch meldet. Herzlichen Dank. Ja, als letzten Redner des heutigen Abends darf ich einen, wie schon angekündigt, sehr treuen Fan der Unica zu mir auf die Bühne bitten, Landeshauptmann Louis Thunwalder, der seit 17 Jahren die Schirmherrschaft für diese Ausstellung übernimmt. Zwar waren Sie nicht immer da, habe ich mir sagen lassen, aber Sie waren immer entschuldigt, wenn Sie nicht da waren. Erstens mal war ich immer da, fast. Außerdem waren Sie nicht da, weil sonst würden Sie es gar nicht einmal sagen. Seit 17 Jahren sind Sie also ein treuer Fan. Wie hat sich jetzt aus Ihrer Sicht in den letzten 17 Jahren das Handwerk, das Kunsthandwerk hier entwickelt? Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn der Bürgermeister vorhin, der Präsident und die Präsidenten haben vorhin gesagt, dass sich immer so freuen, wenn so viele Leute kommen, um bei der Eröffnung dabei sein zu können. Ja, deswegen, weil ihr immer was Neues habt. Ich bin jetzt sicher, nicht immer wahrscheinlich, aber fast immer da gewesen und es war nie das Gleiche. Und das ist eben das Faszinierende, dass immer etwas Neues da ist. Und da sind die Leute einfach schon neugierig, was werden sie heuer alles haben. Und ich muss sagen, ihr habt wieder total was Neues. Ihr habt andere Gesichter. Ich wundere mich nur, wo ihr überhaupt die Models herkriegt, dass ihr jedes Mal irgendein anderes Gesicht habt und andere Leute da habt und so weiter. Das heißt, das ist Fantasie. Das heißt können, immer irgendwas Neues. Und zum Zweiten, was man sagen kann, ihr versucht es immer auch, das in eine Zeit hineinzulegen, wo erstens einmal die Grünen natürlich da sein, die Südtiroler da sein, sie sind noch nicht so in Ferien, weil sie wieder da sein müssen, weil ihre Schulden dann beginnen und vor allem auch noch die Gäste da sind. Ciò che è molto simpatico, che voi trovate sempre ancora il tempo giusto, dove siano presenti gli ospiti di madrelingua tedesca, di madrelingua italiana, e così possiamo presentare qualcosa, sia per voi naturalmente, però anche per tutta la nostra provincia. E se quest'anno avete preparato così un cervello così grande, allora vuol dire che voi pensate anche al futuro. Credo che proprio l'innovazione, il cervello è richiesto in futuro. Noi diciamo continuamente che vogliamo investire nei cervelli. Qui abbiamo la possibilità di investire, caro sindaco. Io sono molto contento che il sindaco Vero ti ha incaricato di portare il saluto del comune vicino. Vuol dire che qui possiamo presentare il cervello e qui credo, volendo, potremmo anche trovare una soluzione di acquistarlo insieme
e poi anche di portarlo altrove quando c'è qualche presentazione specifica della nostra provincia, della nostra gente, specialmente della Val Gardena. Io ho sentito che loro sarebbero disposti a venderlo a 150.000 euro se tutti i comuni investono questo importo che ricevono quest'anno via SEL. Allora potrebbero acquistarlo subito senza tirar fuori neanche un centesimo. Questo sarebbe per me un impegno di accelerare un po' le trattative affinché l'importo possa essere ancora liquidato entro quest'anno. Così avrei già dato una risposta anche al sindaco Moroda. Herzlichen Dank. Also wir wissen jetzt, Sie alle sind Zeugen, dass nicht nur die Gemeinden des Grödentals, Verzeihung, sich darum streiten, wo sie die Skulptur haben wollen, sondern wir wissen jetzt auch, dass der Landeshauptmann und die Landesräte und die Landespolitik unbedingt diese Skulptur haben will. Es bleibt uns dann nichts mehr anderes übrig, als eine Liste zu erstellen, wer von welchem Zeitpunkt die Statue dann haben kann. Somit hätten wir dieses Thema geklärt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir mit den Dingen, die in Gröden produziert worden sind, groß getan haben. Nicht? Und ich glaube, das gehört halt auch dazu, jedes Land und jede Talschaft soll etwas Besonderes haben. Ihr habt halt das. Die Buschtra haben halt irgendetwas anderes. Die Erdäpfel. Nicht? Jedenfalls, jeder hat irgendetwas Besonderes. Nicht? Ja, herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Ich darf Sie für diesen Moment lassen. Wir kommen später noch auf Sie zurück zur Eröffnung. Und alljährlich werden auch hier im Rahmen der Eröffnung der Unica die zwei Althandwerker ausgezeichnet und geehrt. Heuer haben wir dabei den Herrn Edwin Demetz und den Herrn Bruno Finazer, die ich jetzt bitte zu mir auf die Bühne bitten darf. Bruno. Non so santi fe una piccola conoscenza e la chance del tempo che ti ha fatto si vita e anche sentire di grado per l'ho che sa portare che sa insegnare giù e perché ti ci consi ufficialmente il gourmet dell'unica. Es ist eine Tradition geworden, dass wir die Althandwerker auszeichnen. Ich glaube, das ist auch eine Innovation. Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn ich glaube, dass wir das Handwerk nur von Meistern erlernen konnten. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Danke, Edwin. Wir wissen, der Edwin hat auch bei der Unica mitgemacht. Die ersten 3 Jahre war er auch ein Teilnehmer und mittlerweile hat er gesagt, dass er zu den Althandwerkern geht, aber er ist immer willkommen. Ja, meine Damen und Herren, diese zwei Herren haben fast ihr ganzes Leben dem Kunsthandwerk gewidmet und dafür, glaube ich, dürfen wir auch noch vorne ein Foto machen. Gleich im Anschluss darf ich jetzt beginnen, Ihnen die Künstler der heurigen Unica vorzustellen und ich darf auch die Künstler, sobald ich sie hier aufrufe, bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen. Wir machen dann ein Gemeinschaftsbild und es wird dann offiziell Movement der Kopf enthüllt werden. Also ich bitte zu mir auf die Bühne Herrn Georg Demetz-Pilat, Herrn Klaus Insam, Herrn Ivo Piazza, Herrn Egon Stufleser-Digon, Herrn Norbert Insam-Träbe, Herrn Klaus Senona, Diego Dejana, Seppel Musner-Zorz, Herrn Matthias Kostner,
Lorenz Demetz, Roland Peratona, Christian Vergina, Walter Pancheri, Giovanni Demetz-Sulé, Armin Riefesser, Christian Holzknecht, Hubert Mussner, Entschuldigung, Christian Stuhl-Holzknecht, Verzeihung, Hubert Mussner, Matthias Vergina, Philipp Moroder-Doss, Adolf Andreas Kostner, Andrea Peratona und Erik Peratona. So, hier sehen Sie die gesamte Gruppe der Künstler, alle versammelt, alle 22. Wer jetzt Foto machen will, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht die Kleineren ein bisschen nach vorne, große Herren nach hinten, kleine Herren nach vorne, so ein Fußballbild wäre nicht schlecht. Genau. In der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen noch einmal erzählen von dieser Statue Movement. Movement ist genau 6,12 Meter hoch, besteht aus 50 Teilen, wiegt, und das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, wiegt ganze 7 Tonnen und es wurden 50 Kubikmeter Zirbelkiefer verarbeitet. Queste, siccome è una cosa molto importante, la ripeto anche in lingua italiana, questa scultura che verrà adesso svelata è una scultura che ha un'altezza di 6 metri e 12, pesa 7 tonnellate, stiamo parlando di 50 metri cubi di legno e adesso vorrei chiedere a uno che sta qua accanto quante giornate avete lavorato per metterla su. Ma di giornate non ne parliamo, parliamo di mesi, parliamo di 2 anni dall'inizio della nostra promozione su questo progetto. Tutte le mani di tutti gli artisti hanno collaborato, questa è la cosa più importante per riuscire a fare un'opera del genere. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, wir spannen Sie nicht länger auf die Folter. Wir werden jetzt gemeinsam mit unserem Schirmherrn, Herrn Landeshauptmann Luis Durnwalder, diese Skulptur enthüllen. Herr Landeshauptmann, wir haben uns natürlich wieder überlegt, was wir Sie machen lassen können. Und unser erster Gedanke war, es wäre ja nett, wenn Sie da hinaufklettern. In einem zweiten Moment wollten wir Ihnen das dann nicht antun und haben uns gedacht, wir machen einen Countdown. Ich zähle von 3 nach 1, das Ganze natürlich auf Grödnerisch. Und Sie dürfen dann an einem Seil ziehen und die Statue kommt heraus. So. Die Fotografen sind alle in Position. Meine Damen und Herren, der große Moment ist gekommen. Hat jemand noch Einwände? Sonst können wir starten. Gut. Also ich zähle von 3 nach 1. 3, 2, 1. Und die Unica 2011 ist somit eröffnet. Ich glaube, die Musik hat noch etwas für uns vorbereitet. Bitte schön.
Stefano, Stefano! Thank you.
meine.